Wir greifen die jetzt mal an. So. Das machen wir mal selber. Schlacht von Takamatsu. In Shikoku habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber wenn wir die dummen... Ja. Oh, zum Glück. Kaum Wald und Hügel. Oh, Flachland. Das ist echt geil. Er hat ja nur Ashigaru. Ich habe auch Nahkämpfer da. Samurai-Einheiten. Okay, dann können wir die Honda zum 5. und 6. Mal zurückschlagen. Weil auf sie können wir sie ja leider nicht einnehmen. Das würde zu lange jetzt dauern. Wenn es überhaupt noch machbar ist. Die Takeda haben ja sowieso schon die kompletten Gewässer eingenommen. Uns geht es jetzt nur noch darum, die Provinzen der Oda uns zu schnappen. Die Oda haben auf jeden Fall jetzt was richtig Großes vor. Die belagern uns und ansonsten haben sie noch zwei große Armeen. Takeda ist jetzt gar nicht mal so schlimm momentan. Oh, es ist trocken und es ist Abendstimmung. Schön. Ach, wir sind direkt gegenüber. Okay, ich löse mal auf, weil er hat viele Bogenschützen. Oh, hier ist noch einer, okay. Nun gut, da haben wir noch die. Noch die zwei Nahkämpfer. Und dann nochmal zwei leichte Kavalleristen. Stellen wir hier auf. Suchen wir gleich vielleicht ein paar Bogen-Ashigaru zu erwischen, wenn das irgendwie geht. Bewegen wir uns noch ein bisschen vor. Könnte man am besten mal zustoßen. Okay, er hat seine linke Flanke von sich aus leider abgedeckt mit Yari Ashigaru. Ich meine, es ist ja auch eher sonst dumm. Der General ist da dabei. Und dann lieber nicht. Dann geht es mir mehr darum, dass... Okay, reiten wir einfach mal drauf los. Es geht ja jetzt hier nur darum, bestmögliche, ja, Eliminierung zu ermöglichen. Okay, wir können sie vorlocken, immerhin auch nicht schlecht. Können sie so zumindest vorführen. So, und gleich wieder raus. Ach, die greifen an, okay. Na, wieder zurück. Oh, die kämpfen noch lange, hä? Warum wollt ihr denn so lange kämpfen? Hat doch gar keinen Sinn mehr. Werde auch noch von hinten beschossen.
General etwas näher an den Einheiten. Die Ariashigaru hat noch wie viele? Ja, das ist alles die Ariashigaru da hinten, ne? Das sind überhaupt die einzigen Schützen, die er noch hat. Naja, umso besser, ne? Haben wir die auch gleich erledigt. So, kommt schon. Besiegt sie. Wir prügeln uns durch, aber wir schaffen das schon. Oh, Landgefechte sind eben etwas einschläfernder. So langsam versteht er, dass seine Bogeninfanterie versagt hat. So, dann schicke ich die mal vor. An einigen Stellen ist noch eine Sperrwand möglich. Und hier nochmal rasch vorrücken. Und hier ist mit der Cav nochmal hinten rein. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Wieso sind die da durchgebrochen? Welch eine Blamage. Erschüttert. Sehr gut. Ihr übernehmt die mal. Ihr die. Ach, die guten alten Anfänge sind das eigentlich noch. Mit zu vielen Ashigaru vom Gegner. Nicht schlecht. So. So, ein bisschen vorspulen, damit das Ganze nicht mehr so lang geht. Da töten wir noch so viele, wie es geht. Nun haben wir sie in der Hand! So, die werden sich erstmal nicht mehr so schnell erholen. Tötet sie noch endgültig. Ach, hier sind noch ein paar abgekommen. Gehauen. Ah, gut. Knapp, ja. Weil die so zahlreich waren. Und weil... Das ist an der einen Stelle durchgebrochen, da habe ich es doch unterschätzt. Habe ich mich zu sehr auf meine Yariashigaru verlassen. Naja, gut. Aber ansonsten kann man mit der Schlacht wie immer ganz zufrieden sein. Ist ja auch nur Kampagne, ne? Ist nicht so wie Multiplayer, wo man das etwas, ja, differenzierter quasi betrachtet.